Hi, hau ihr Lieben, Servus und grüßt euch zu Mario Kart 8, die erste Episode. Aus aktuellem Anlass spiele ich einfach mal Mario Kart 8, ihr habt es euch gewünscht. Und ich höre auf meine Community, ich liebe meine Community und ich spiele jetzt für euch Mario Kart 8. Wenn ihr wollt, könnt ihr irgendwann mal mitspielen. Wir spielen global, weil global lustig ist. Ich habe schon ein paar Punkte, aber ich spiele nicht oft. Wir spielen lieber regional, weil da ist die Verbindung meistens ein bisschen besser. Und je nachdem, was wir spielen, nehme ich doch mal, wie nehme ich denn? Ich habe immer Tanuki und Mario gehabt. Tanuki. Und wir nehmen Sportcoupé und, gehen ja mal so Standard. Nee, Moment, welchen hatte ich denn immer? Ich glaube, die Retro-Reifen sind ganz gut. Rallye meine ich. Die haben ein bisschen mehr Beschleunigung und ein bisschen mehr Haftung, weil ich drifte gerne und natürlich meinen Hyrule-Gleiter. Ich stehe auf meinen Hyrule-Gleiter. Ich habe im Einzelspieler schon fast... Oh, da sind ja gar keine Menschen drin, das ist ja langweilig. Mrs. Wesker, Cheek und Matthew. Na gut, spielen wir halt zu viert Mario Kart. Warum denn nicht? Ich habe schon den goldenen Kart und die goldenen Reifen, glaube ich, fehlen mir noch. Was war das? Egal. Und die goldenen Reifen fehlen mir. Boah, komm, wir legen gleich los mit Mute City. Hallo, hallo, ihr lieben Leute. Ich mache einen Cut, weil es dauert sonst viel zu lange. Yay, endlich haben sie eine Auswahl getroffen und es wird... Yes, meine Strecke. Oh yeah, cool. Cool, cool, cool. Oh, das sieht ja jeder jetzt, wo ich wohne, in Baden-Württemberg. Oh mein Gott, oh. Ups. Vor lauter Wut schlage ich schon mein Mikrofon. Okay, okay. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann. Wo ist denn Gas? Hier. Da ist Gas. Immer bei 2 und dann Vollspeed und bam. Ich bin voll langsam. Was ist das? Haben die hier 50 Kubik eingestellt oder was? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann das schon gar nicht mehr. Okay, warte, Moment. Ich muss mich erstmal warm fahren. Ich muss mich erstmal warm fahren, sonst klappt das hier nicht. So, und dann so. Und dann hier rumdriften. Es könnte sein, dass ich ein bisschen Probleme habe mit dem Kommentieren, weil es verlangt doch schon einiges an Konzentration, dieses Spiel. Das ist so langsam. Ich habe die letzte Zeit immer 150 gespielt. 200 meine ich. Online. Ich glaube, die spielen auf 150. Oh Gott, eine Bananenschale. Die habe ich nicht gesehen. Verdammt. Okay, zack. Und hier ein bisschen fliegen. Das ist immer ein ganz guter Trick. Und mit dem Pilz dann hier noch darüber und man soll eigentlich keine Loopings machen und so, weil das eben dafür sorgt, dass man ein bisschen langsamer wird anscheinend. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wieso ist die jetzt so schnell und nicht so langsam? Ha, ich habe sie getroffen. Ich habe sie getroffen. Und geschmeidig hier um die Kurve driften und in die andere Richtung. Okay, das ist echt 50 Kubik, glaube ich. Oder 100 vielleicht nur. Sonst ist es immer ein bisschen schneller. Oh ja, ich bin erster Platz mit einem Tittenfleck. Ah ne, noch eine Runde. Eine Runde haben wir noch. Eine Runde müssen wir noch erledigen. Aber das schaffen wir, komm. Ah, das wird ein schöner Auftakt. Wo sind hier die Dings? Wie sieht man nochmal nach hinten? Ich habe jetzt Angst, was zu drücken. Okay, warte, ich lasse es einfach mal. Ich glaube hier. Irgendwo. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo man nach hinten schaut. Ich lasse es, bevor noch irgendwas passiert. Und ich irgendwo dagegen fahre und meinen ersten Platz verschenke. Fahre ich hier lieber schön geschmeidig um die Kurven rum. Und hol mir den ersten Platz. Ich hole den Sieg nach Haus. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Baby. Ich kann es immer noch, aber das ist langweilig. Also irgendwie ist es langsam, würde ich sagen. Ich habe mich mit meiner eigenen grünen Schildkröte abgetroffen. Cool. Erster Platz. Und Mrs. Wesker ist jetzt vierter. Haha, ich hab's dir gegeben. Hoffentlich sind jetzt ein paar mehr in der Lobby. Hoffentlich sind jetzt ein paar mehr in der Lobby. Ich wiederhole mich nur ungern. Hoffentlich sind jetzt ein paar mehr. Oh yeah. Sehr schön. Welche? Wir nehmen zufällig. Ich mag keine davon.
Wir nehmen zufällig. Habt ihr gewusst, dass man bei Animal Crossing die Jahreszeit bestimmen kann? Ich weiß nicht, ob das online klappt, aber wenn man ZR, LR oder LLR, Dings hier, L oder ZL oder R oder ZR drückt, dann kann man die Jahreszeit bestimmen. Viel Glück. Der sieht lustig aus, der hat einen weißen Schnurrbart. Dankeschön. Alles klar. Hurra. Cheep Cheep Strand wird es wahrscheinlich oder Babypark. Wenn Zufall ist, dann ist es immer Babypark. Also, ja, man kann bei Animal Crossing... Verdammt, Cheep Cheep Strand, den mag ich doch nicht. Man kann bei Animal Crossing die Strecke bestimmen. Also, eben, ob es jetzt Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, indem man ZR oder LR oder Z oder L oder R oder Z RL, verdammt, übel der Hirnfotz, drückt. So, jetzt hier. Auf geht's. Ich will fahren. Ich bin heute schon den ganzen Tag so aufgedreht. Ach, kein Turbostart. Aber das macht nichts. Hey, die sind viel schneller als ich. Was soll das? Also meistens, also ich habe eine Zeit lang kein Mario Kart mehr gezockt, weil es meine Weißglut echt bis zum Äußersten getrieben hat. Und ich ziemlich frustriert war von dem ganzen Spiel. Weil es echt nicht mehr schön war. Scheiße. Scheiße. Es war nicht mehr schön, dieses Spiel zu spielen, weil einfach alles hat mich getroffen. Alles war scheiße. Alles doof. Ja, aber irgendwann hat mich dann die Lust wieder gepackt und jetzt habe ich gedacht, gut, mach mal eine Aufnahme für euch. Ein paar Folgen gibt es jetzt schon, so mehr oder weniger. Machen wir noch nicht. Ich meine, ich kann's. Ich kann Mario Kart. Super. Ich bin ja Bro. Ich habe schon einige Zeiten, glaube ich, geschlagen. Im Time Trial, aber das Problem ist einfach, online ist so ein Algorithmus, der manchmal sagt, fick dich, ich lass dich langsamer fahren oder ich lass dich schneller fahren. Das, damit eben auch schlechte Spieler mal gewinnen. Aber das lässt halt auch die Guten, die immer souverän fahren, verlieren. Das ist das Problem. Das ist das Problem an der Sache. So nicht anders. Aber der erste Platz, der ist viel zu weit vorne. Meine Güte. Wie kommt der so schnell nach da vorne? Was hat der für ein Auto, bitte? Oh Gott, schaffe ich das? Oh, yay. Okay. Boah, da kommt eine grüne Schildkröte von dem. Oh Gott, ein Bullet Bill. Der, fuck. Das war meine eigene schon wieder, oder? Nee, das war ein anderer. Ich habe die gar nicht nach hinten gefeuert. Das passiert mir sehr oft, dass ich mich mit meiner eigenen Schildkröte treffe, weil ich die nach hinten abschieße. Oh, hier ein Stern. Meine letzte Rettung. Ich krieg zwar nicht mehr den ersten, aber den zweiten kriege ich noch. Den zweiten Platz kriege ich noch und ich kann jetzt hier geradeaus fahren, wenn der Stern das so lange hält. Was zur Hölle? Seht ihr, das meine ich. Ich hatte einen Stern und einen Pilz und Link war ohne irgendwas schneller. Warum? Und jetzt hat er ein Ding, ein Bumerang. Nein! Oh, das war knapp. Bitte, 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 bitte. Oh, das war knapp. Huhuhu. Link, du Schlingel, du Kleiner. Hast du gedacht hier, JJK, hast du gedacht, du kannst mich einfach so mit deinem Boomerang abtreffen? Ja, hast du falsch gedacht. Hast du falsch gedacht. Ja, 10 Minuten, 2 Rennen, sehr geil. Ich verabschiede mich hier mit dieser Folge. In dieser Folge mich verabschieden tun sein würden. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge mit dem Regenbogen Boulevard. Hauensrennen können sie raushauen. Bye!